Ich habe es ja schon lange mal versprochen, dass wir ein Video machen, wo ich erkläre, wie die Kompassfunktion in der Apple Watch funktioniert. Nicht nur auf der Ultra, auf allen Apple Watches mit WatchOS 9, da mit diesen Wegpunkten, dem Zurücklaufen. Und da ich eh gerade spazieren gehe, nehme ich euch einfach mit. Wir gehen da hinten in den Wald, probieren es aus und ich zeige euch mal, wie es funktioniert. So, da haben wir die Apple Watch und das ist gleich mein Zifferblatt mit den vielen Wegweiser und Kompass-Sachen drauf. Jetzt fliegt noch ein Flugzeug oben durch, das hat uns noch gefehlt. Wo ist es da? So, zurück zur Uhr. Und ja, man kann hier nur schon die Lünette aktivieren. Ups. Und schon hat man einen Kompass. Aber wir wollen heute ein bisschen mehr. Wir öffnen die Kompass-App. Da ist sie schon. Und natürlich kann man so navigieren. Man kann auch rauszoomen. Haben wir hier irgendwo einen Wegpunkt in der Nähe? Nein, noch keinen. Machen wir nachher welche. Weiter raus. Ah, da doch, da seht ihr es. Schon der erste Punkt, das ist mein Büro. Wenn wir jetzt in mein Büro laufen wollten, müssen wir da auf diesen roten Punkt zielen. Aber ich zeige euch gleich, wie man solche Punkte macht. Zoomen wir noch weiter raus. Nein, weiter geht's nicht mehr. Also, zurück. Standardansicht. Gar nicht so einfach einhändig. Als erstes aktivieren wir das Verfolgen. Jetzt, seht ihr, jetzt hat es ein Pausesymbol. Jetzt speichert die Apple Watch, wo wir hinlaufen und zeichnet alles auf. Und weil wir hier starten, machen wir hier den Startpunkt. Zack, haben wir einen Punkt gesetzt. Das ist unser Startpunkt des heutigen Spaziergangs. Wollen wir ihm einen Namen geben? Ja, komm. Start. Jetzt haben wir den Wegpunkt Start gesetzt. Fertig. Und der muntere Spaziergang kann beginnen. Ja, hier sehen wir schon die erste Kurve. Weiter geht's. Nicht aufhalten lassen. Und hier haben wir einen schönen Aussichtspunkt erwischt. Ja, sieht ja wirklich nach was aus. Zurück auf die Uhr. Das wollen wir auch speichern. Machen wir hier wieder einen Aussichtspunkt. Punkt. Diesmal nennen wir ihn. Zack. Aussichtspunkt. Und jetzt können wir wieder, wenn wir ein bisschen rauszoomen, ein bisschen weiter, sehen wir da hinten schon, wenn wir jetzt da gucken, da habe ich vorher gestanden, da oben. Ja. Genau, da oben habe ich vorhin gefilmt und dann sind wir hier runtergelaufen. Kleine Kurve, aber jetzt geht's richtig in den Wald rein. Nächster Zwischenhalt, mal schauen, wo wir sind. Dann ein bisschen rauszoomen wieder. Zack, zack, zack. Sehen wir da den Aussichtspunkt, da oben links den Startpunkt. Und wenn wir jetzt raufgucken, ja, ganz genau, da oben war der Startpunkt des kleinen Videoausflugs. Da hinten war der Aussichtspunkt und jetzt sind wir hier unten. Und wir können ja wieder einen Punkt machen, weil wir ja so Spaß dran haben. Diesmal nennen wir ihn Zip. Zaun. So, fertig. Ja, weil ich stehe hier gerade an einem Zaun. Ja, sehr idyllisch hier, aber jetzt weiter geht's. Ja, und inzwischen ist ziemlich laut. Wir sind gerade an der Autobahn. Aber ich wollte euch mal schnell was zeigen, was natürlich auch funktioniert. Assistive Touch funktioniert hier natürlich auch mit der Kompass-App. Da kann man einzelne Punkte aussuchen. Neuen Punkt erstellen.
zack, haben wir Wegpunkt gestellt. Ja, sehr schön. Funktioniert auch problemlos. Klar, ist ein bisschen komplex jetzt in der Kompass-App, wo alles so ein bisschen verzettelt ist. Aber ja, es funktioniert auch mit einer Hand und das ist ja praktisch für Notfälle. Aber klar, meistens macht man es mit der zweiten Hand, ist viel einfacher und bequemer. Und wo wir es von der Autobahn hatten, hier hinten, ja, da ist sie gerade, die Autobahn. Aber jetzt weiter spazieren und nicht ablenken lassen. Ja, und jetzt sieht hier alles ein bisschen seltsam aus, hat aber einen einfachen Grund. Ich bin jetzt unter der Autobahnbrücke, wo ich vorher drüber gelaufen bin. Darum überschneiden sich natürlich die Spuren hier auf der Apple Watch. Aber jetzt haben wir wirklich genug Autobahn gehabt für einen Tag. Ab in den Wald. Noch ein wichtiger Punkt, ich führe es jetzt hier an der Ultra vor, aber es funktioniert mit jeder Apple Watch, wie gesagt, mit Watch OS 9, das ist die neue Kompass-App drauf. Der Unterschied bei der Ultra ist, man hat die Aktionstaste, die da hier, und da kann man andere Aktivitäten drauflegen. Ich habe jetzt immer die Taschenlampe drauf, aber wir können auch Wegpunkt drauflegen. Zack. Und wenn ich jetzt hier auf diese Taste drücke, zack, haben wir einen neuen Wegpunkt erstellt und können dem einen Namen geben wieder. Schwupps. Wald. Ist jetzt nicht wahnsinnig originell, aber hilft. Oh. Man sollte nicht schwatzen, während die Aufnahme läuft. Fertig. Das ist jetzt der längste Wegpunktname der Welt. Und weiter geht's. Ja, und das ist jetzt genau der ideale Moment, um darauf hinzuweisen. Man sollte nie anhand oder nur anhand der Apple Watch navigieren. Ein bisschen Ortskenntnis und Kartenkunde ist halt doch auch noch wichtig. Sonst verstolpert man oder was noch Schlimmeres passiert. Aber hier im Wald ist ja harmlos. In Bergen ist ein bisschen was anderes. Also nicht, dass es dann heißt, Raphael hat uns auf der Apple Watch gezeigt und jetzt sind wir hier in den Bergen gestrandet und die Rega, die Schweizer Rettungsflugwacht, musste uns retten. Nein, es ist ein lustiges Spielzeug natürlich, aber Kartenkunde ersetzt es nun mal nicht. Und das ist ja der große Vorteil auch der Garmin-Uhren, die halt diese Offline-Karten drauf haben. Also da hoffe ich schon, dass Apple da sehr bald nachbessert mit diesen Offline-Karten. Das fehlt wirklich noch ein bisschen. Wegpunkte sind schön und gut. Oh, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Jetzt wird es ein bisschen schlammig und rutschig. Also ich melde mich nachher wieder. Ja, wir sind am tiefsten Punkt dieser kleinen Wanderung angekommen. Natürlich eine harmlose Wanderung, einfach ein bisschen dort ein Wald, ein bisschen schliffriger Boden und irgendwo ein Baum, der im Weg liegt. Aber was bringt nun diese Kompassnavigation? Ja, sie macht halt einfach Wegpunkte, man sieht, wo man durchgelaufen ist und wirklich spannend wird es halt nun jetzt. Wäre es nicht mein Heimwald, den ich in- und auswendig kenne und ich möchte wieder den exakt selben Weg zurück und ich habe vielleicht nicht aufgepasst, ich habe geschwatzt, ich habe Podcasts gehört, dann kommt nun eben die Funktion ins Spiel, die wir anfangs gestartet haben, das Backtrack, das Zurückverfolgen des Weges. Ja, ist ein bisschen wie Hänsel und Gretel, wo es einfach da Brotsamen und alles Mögliche und Kieselsteine streut. Die Apple Watch speichert halt, wo wir durchgelaufen sind und jetzt zeigt sie uns, wie es zurückgeht und das aktivieren wir jetzt mal und ja, gehen nach Hause, weil ja, die Sonne geht langsam unter und es wird langsam frisch hier. Also, Kommando, zurück, ab, nach Hause. Also dann wollen wir uns mal auf den Heimweg machen, wieder in die Kompass-App. Und da sehen wir, die Aufnahme läuft ja immer noch. Wir können ja mal schauen, wie weit wir da gelaufen sind. Oh, falsche Richtung. Alles immer ein bisschen schwierig, einhändig, weil ich muss ja in der anderen Hand halte ich das iPhone, darum
habe ich die Uhr auch nicht am Handgelenk, sondern hier immer hier. So, da sehen wir die Wanderung. Ja, da bin ich überall durchgelaufen. Und jetzt wollen wir nach Hause. Und nehmen an, ich habe den Weg vergessen. Man könnte jetzt einfach den Punkten nachlaufen, aber es geht eben noch einfacher. Wir drücken hier auf Pause. Und jetzt haben wir die Option Schritte zurückverfolgen. Und das machen wir jetzt. Zack. Und jetzt haben wir den Schritte zurückverfolgemodus aktiviert. Und schon sollten wir den Weg nach Hause finden. So, die Uhr führt vor und wir laufen hinterher. Wir spulen jetzt praktisch zurück, was wir vorher gemacht haben. Wie gesagt, der Hänsel- und Gretel-Effekt. Da müssen wir lang. Da hatte die Uhr ganz schnell Mühe mit dem GPS. Habt ihr gesehen, dass es da ganz viele Strichlern gab? Zoomen wir ein bisschen rein, dass wir es besser sehen. Ja, jetzt müssen wir da hoch, dann rechts rum. Ja, da müssen wir hin. Das sieht gut aus. Und was ich noch nicht gezeigt habe, man kann natürlich auch die Kompassansicht wieder nach außen zoomen, dass man das hier sieht. Dann sieht man hier am Rand, sieht man die Punkte. Na, gar nicht so schwer, einfach scharf zu stellen mit dem iPhone. Da sieht man die Punkte, wo man hin muss. Wir müssen also tendenziell nach da oben, aber das geht nicht, wir müssen da noch ein bisschen Kurve laufen. Aber ein bisschen gesunden Menschenverstand ersetzt nun mal kein Kompass der Welt. So, da geht's lang. Jetzt stimmt's. Da hoch. Ja, und jetzt sehen wir schon, hier müssen wir jetzt eine Kurve machen. So rüber. Und dann geht's hier weiter. Sehr gut. Und volle Konzentration, der Stolperbaum kommt wieder. Ups. Der ist halt nicht auf dem Kompass. Ja, und jetzt sehen wir schon, der erste Wegpunkt kommt, nämlich der, den ich vorhin ein bisschen ulkig benamst habe. Und was man auf dem Kompass auch nicht sieht, ist, dass es hier sehr steil aufwärts geht. Darum bin ich ein bisschen außer Atem. Ja, da vorne kommt der Wegpunkt. Jetzt haben wir ihn dann gleich erreicht. Zack, geschafft. Und weiter geht's. Oh, fast in Matsch getreten hier vor lauter Apple Watch. Ja, ist nicht ganz ideal, da die Apple Watch in der Hand zu halten. Aber wenn man sie parallel filmen möchte, führt kein Weg daran vorbei, außer man legt sich einen zweiten oder dritten Arm zu oder eine Kamerafrau oder einen Kameramann. So. Ja, und siehe da, Bewegungsziel erreicht. Hurra! Wo sind wir schon? Ja, dauert noch ein bisschen bis zum nächsten Wegpunkt, oder? Ja, da oben wird es dann wieder spannend. Ah, jetzt hat man sie da gesehen, diese lustigen Linien, die es hin und wieder gibt, wenn er vermutlich Probleme mit dem GPS hat. Ja, da unten waren wir. Und da hat er wieder ein bisschen Probleme gehabt. Aber es ist halt auch fies, wir sind hier mitten im Wald. Puh, und es geht immer noch steil aufwärts. So, und vor lauter Zeitraffer gleich den Wegpunkt Autobahn verpasst, aber macht ja nichts. Ich weiß ja, wo es durchgeht und die Apple Watch zeigt es ja mehr als deutlich. Ah, jetzt taucht er wieder auf. Da hinten war er, genau. Ja, da bei der Autobahn. Aber da sind wir schon längst vorbei und es geht nach Hause. Ja, bestens auf Kurs. Gleich geschafft. Aussicht immer noch schön, kein Nebel. Was für ein Glück. So. Aber bei Nebel hätte es ja auch geklappt, weil man muss ja nichts sehen dazu. Mindestens nicht weit. Ja, und hier sehen wir noch was Spannendes. Ich bin vorhin einen Umweg gelaufen. Ja, geh wieder an. Ich könnte eigentlich jetzt dann gleich nach rechts abbiegen und bin dann wieder gleich weit. Nicht irritieren lassen von den GPS-Strichen, die da dazwischen funken. Aber jetzt irgendwo nach rechts und ich habe eine Abkürzung. Das probieren wir gleich aus. Ja, und jetzt hier irgendwo nach rechts und siehe da,
Hier hat es ja sogar einen Weg. Habe ich natürlich gewusst, aber das war sowieso meine faule Abkürzung, wenn ich dann ein bisschen außer Atem bin. Und dank der Kompass-App hat man sehr wohl gesehen, dass man... Oh, Siri will auch noch was. Nein, die brauchen wir jetzt nicht. Ja, hier sieht man es nochmal gut. Ich laufe jetzt nicht die große Schlaufe, ich laufe jetzt hier direkt weiter zum nächsten Wegpunkt. Da hoch laufe ich jetzt. Ja, und gleich wieder auf Kurs und einen Wegpunkt sogar noch überhüpft. Sehr effizient. Und jetzt bin ich wieder komplett auf Kurs und die App ist auch nicht mehr verwirrt, weil ich da geschummelt und eine Abkürzung genommen habe. Da hinten hätte ich eigentlich langkommen sollen. Ich bin aber von da unten gekommen. Aber jetzt geht's da vorne weiter, würde ich sagen. Was sagt die Apple Watch? Die sucht noch, aber gib mir recht, sehr gut. Und der nächste Wegpunkt ist auch schon unterwegs. Ah, das war der Aussichtspunkt, ich erinnere mich schwach. Sonne geht auch langsam unter, höchste Zeit nach Hause zu kommen. Und gleich geschafft. Da vorne ist der letzte Wegpunkt, der Startpunkt, den wir definiert haben. Mal schauen, ob es auch stimmt. Ja, das sieht richtig aus. Ja, und geschafft. Retourweg gefunden. Natürlich war ja kein Risiko dabei, da konnte eigentlich nicht viel schief gehen. Oh, doch ein bisschen verschwitzt, war doch anstrengender als ich dachte. Und oh, die Kamera rutscht hier gleich runter, das wollen wir nicht. So, bleib hier. Ja, also navigieren mit der Apple Watch geht mit allen Apple Watches, mit WatchOS 9, ist in der Kompass App drin. Lustige Spielerei, ich brauche es ehrlich gesagt einfach nicht wirklich, weil ich selten eine Strecke laufe und die dann wieder exakt zurücklaufe. Ja, wenn man sich irgendwo in den Bergen verirrt, vielleicht ist es nützlich, aber wenn man Karten lesen kann, ist es jetzt auch nicht so matchentscheidend. Aber ist eine lustige Spielerei auf jeden Fall. Und was halt wirklich fehlt, sind Kartendaten. Apple hätte ja Karten, aber ich vermute, sie sind halt ein bisschen vorsichtig, dass da nichts schief geht und sich da jemand drauf verlässt und sich dann verläuft und das in die Hose geht. Und aber ja, Kartendaten fehlen hier wirklich, das wäre super spannend. Könnte man ja einfach drunter legen und dann sähe man auch gleich, wo es einen Weg hat und wie es funktioniert. Auf jeden Fall lustige Spielerei, wenn man mal im Nebel ausprobieren möchte oder Freunde beeindrucken möchte. Aber ja, mein Leben wird es hoffentlich nie retten müssen und wenn doch, naja, dann bin ich dann doch dankbar und nehme alles zurück, was ich jetzt gerade noch gesagt habe. Auf jeden Fall sehr gut gemacht, sehr einfach und mal ausprobieren, würde ich sagen. Und was das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr hinter drauf fällt, ist schon außer Atem, geht's ja nicht. Daumen nach unten, ja, ist strenger, als man denkt, da mit Kamera und all dem Plunder den Hügel rauf und runter und ständig irgendwie die Uhr noch filmen, was ihr noch nicht habt. Abo abschließen und dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich dann hoffentlich wieder nur im Büro rumsitze. Und ganz vergessen, man muss es ja dann auch noch deaktivieren. Vermutlich schaltet es sich eh von alleine ab, aber Backtrack, Schritte löschen und fertig. So, und das Video ist jetzt auch fertig.